Er ist Arzt. Lukas, der viel und Hochbegabte, kann schreiben. Das wissen wir, weil wir das Evangelium und die Apostelgeschichte von ihm haben dürfen. Lukas ist Maler. Die Tradition sagt, er malt die erste Ikone der Gottesmutter, die auf Christus hinweist, die Hodegetria, die Wegweiserin. Lukas reist gerne. Keiner, der zu Hause sitzen bleibt. Wir finden ihn hier in der Bemerkung, in der Lesung im 2. Timotheusbrief noch als letzten Reisegefährten des Paulus. Lässt sich also nicht so schnell erschüttern, offenbar. Die älteren Traditionen sagen, möglicherweise war er einer der 72 Jünger, die Jesus aussendet. Eine andere Tradition sagt, nein, er hat Jesus selber nicht gekannt, sondern er bekehrt sich. Auch das ist ja eine Form der Begabung, indem er nach einer feurigen Predigt des Paulus sich sofort dem Evangelium anschließt. Und nicht nur dem Evangelium, sondern Paulus sich direkt anschließt. Und der Vielfalt seiner Begabungen entspricht die Vielfalt seiner Wahrnehmungen, die wir in seinen Schriften kennen dürfen. Man kann das gar nicht oft genug betonen. Nicht nur, dass wir diese wunderschönen Gleichniserzählungen, denken wir an den barmherzigen Vater, den barmherzigen Samariter. Denken wir an das Wort, das Jesus in der letzten Minute an den reuigen Schächer richtet. All diese Begebenheiten, die Lukas in so wunderbarer Sprache darstellt. All die Schwerpunkte, die Lukas in seinem Evangelium setzt und die ihm wichtig sind. Gebet, Engel, der Blick auf die Armut und, das ist heute ganz wichtig, aber man darf es auch nicht vergessen, weil es ist nicht neu, es ist nicht unserem feministisch geschulten Blick geschuldet, sondern Lukas hat diesen Blick von vornherein. All die Frauen in der Nachfolge Jesu, die er in den Blick nimmt, besonders auch das Schicksal der Frauen an der Seite Jesu, ist ihm wichtig und er überliefert es. Eine unglaubliche Vielfalt, die manchmal, wenn wir solche Menschen kennen, verloren geht. Dann werden Talente wie Perlen vor die Säue geworfen, weil man sich nicht recht entscheiden kann, weil man überfordert ist in dieser Vielfalt. Wo den Schwerpunkt finden? Wo entlang gehen? Wie leben? Lukas hat in der Bekehrung zu Christus, im Evangelium, seinen Schwerpunkt gefunden, indem er alle seine Talente einsetzen kann, genau in diesem Fokus seines Lebens. Und das gilt nicht nur für Lukas. Mit mehr oder wenigen Talenten geht es uns allen so. Wenn wir den Schwerpunkt im Evangelium finden, in Christus finden, kann alles Gute, das Gott in uns hineingelegt hat, wie in einer Vielfalt in diesen Evangelisten Lukas, kann auch bei uns jedes Talent in Bezug auf diesen Mittelpunkt unseres Lebens, wenn wir ihn denn wirklich setzen und wählen, zur vollen Entfaltung kommen. Dann kommen wir nicht zu kurz. Dann dürfen wir in uns Dinge entdecken, Schätze wie Perlen im Acker, die Gott uns schenkt. Und die nur dann aus der Verborgenheit gerufen werden, wenn wir sie in rechter Weise einsetzen und einordnen. Einordnen auf den hin, von dem wir sie empfangen haben.